Ja, wir stehen hier in Niederkaufung am Kirchplatz und im Hintergrund von uns ist die Losse, ein Bach, der derzeit sehr viel Wasser trägt, da in den letzten Tagen ergiebige Regenfälle hier im Bereich des Einzugsgebiets der Losse heruntergekommen sind. Und das führt immer dazu, dass genau hier in Niederkaufungen die Losse der erste Punkt ist, wo die Losse über die Ufer tritt. Die Losse hat den großen Vor- und Nachteil, sie kommt schnell und sie geht aber auch Gott sei Dank relativ schnell. Wir stehen jetzt hier, wo die Losse schon wieder der Pegelstand der Losse schon wieder abnimmt. Beim Eintreffen der Feuerwehr gab es Bereiche in dem Steinweg, was sich hinter uns befindet, wo die Losse über die Ufer getreten ist. Die Niederkaufunger Bürger sind gebrannte Kinder, denn hier ist das in aller Regelmäßigkeit, dass wenn Unwetterlagen durch Hochwasser, stark anhaltenden Regen geschehen, die Losse über die Ufer tritt. Die Feuerwehr ist derzeit damit beschäftigt, mit einem mobilen Hochwasserschutz das Wasser dahin zu führen, dahin zu lenken, dass es nicht in die Bebauung des alten Ortskerns trifft, sondern im Flussbett der Losse bleibt. Ja, das mobile System muss man sich so vorstellen, das sind Kunststoffteile, die zu einer Tonne geformt werden. Da kommt ein Inlet rein aus einem Kunststoffsack, der dann mit Wasser gefüllt wird und durch diese Kräfte, durch den Wasserdruck aus der Tonne, die dicht aneinander gestellt sind und einer Folie, die gespannt wird, ist dann das Wasser wie ein Damm an dieser mobilen Trennwand aufrechtzuerhalten. Momentan hat sich die Lage etwas entspannt, aber, und das ist das, was eben gerade vom Deutschen Wetterdienst übermittelt worden ist, es ist morgen wieder mit anhaltendem Dauerregen zu rechnen. Zwar nicht so stark wie heute, aber für Samstag sind erhebliche Niederschlagsmengen in dem Einzugsgebiet der Losse, aber auch für den restlichen Landkreis Kassel angekündigt. Somit werden diese Maßnahmen jetzt hier auch durchgeführt und aufrechterhalten, um dann für diese Tage gleich vorbereitet zu sein, dass es nicht zu einer Gefährdung kommt. Das Ganze ist heute die Premiere dieser Anlage, die die Gemeinde Kaufungen im letzten Jahr beschafft hat. Und jetzt ist das erste Hochwasser, wo diese Maßnahmen auch greifen und diese mobile Anlage auch aufgebaut wird. Das ist sehr personalintensiv. So ist die Feuerwehr Kaufungen natürlich hier im Einsatz, unterstützt durch die Feuerwehr Baunatal, und das technische Hilfswerk ist auch in Unterstützung hier mit Manpower, Ausleuchten von Einsatzstellen, und natürlich ist auch eine gewisse Verpflegung notwendig, die gleich durch den Betreuungszug des Landkreises noch aufrechterhalten wird. Momentan sind ca. 110 Einsatzkräfte hier an der Einsatzstelle. Wir gehen davon aus, dass wir noch so gute 2 Stunden brauchen, bis die Maßnahmen so weit aufgebaut worden sind, dass sie auch greifen können, und hoffen dann, wenn die große Welle des Hochwassers die Losse herunterkommt, dass dann auch diese Maßnahmen so greifen, dass alles geschützt wird, um keine Überflutung in bebauten Bereichen in den alten Ortskern von Niederkaufungen zu haben.